Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen? Hallo, ich bin Loredana Nemes. Ich arbeite mit Fotografie und Poesie und freue mich, an dieser Gruppenausstellung mit diesen zwei Arbeiten teilzunehmen. It looks like abstraction, der Titel. Und das ist so wunderbar, weil das Spiel mit dem, was ist es und wonach sieht es aus, in diesem Titel steckt und somit einen anderen Zugang zu den Werken bietet. Können Sie etwas zu der faszinierenden Entstehungsgeschichte dieser fotografischen, künstlerischen Langzeitstudie sagen? Die Arbeiten sind Teil einer Serie Graubaum und Himmelmeer, die ich über 4,5 Jahre auf Rügen fotografiert habe, in dem Wald Jasmund, einem Buchenwald, der an die See grenzt, an die Ostsee. Und diese See dockt an den Wald, als hätte man den Wald mit einem Brotmesser abgeschnitten und plötzlich beginnt die See. Und daher gibt es in dieser Arbeit beide Bestandteile. Diese Waldaufnahmen, faszinierender grauen Bäume, Buchen und eben der Blick auf die Weite der See. Und die Arbeiten sind innerhalb von 24 Stunden entstanden, nachdem es mehrere Tage geschneit hatte, ohne Unterlass, war an einem Morgen plötzlich die See in dieser Stille, Abstraktion und Klarheit. Nachdem der Schneefall den Horizont aufgefressen hatte und man nicht mehr wusste, wo oben und wo unten ist, war plötzlich eine Klarheit da, die dieses Rechteck, dieses vertikale Rechteck in zwei klare Flächen aufteilt und für mich eben die Abstraktion ausmacht. Und die Stille, die darin steckt. Und das sind Geschenke, die man bekommt und die man einfach dann nur noch in die Kamera hineinfließen lassen muss. Ein großes Glück. Sie waren für diese beeindruckende Werkserie 14 Mal auf Rügen. Ja. Was bedeutet Ihnen mittlerweile dieser Ort? Was macht dieses Faszinosum Rügen für Sie persönlich aus? Rügen ist sehr groß und ich habe mich wirklich auf diesen einen Ort, den Jasmunder Wald, eingelassen. Und das bedeutet, plötzlich die Bäume zu kennen, zu wissen, über welche Wurzel werde ich stolpern, ein 10. Mal. Und zu welchen Bäumen habe ich eine Beziehung, welche liebe ich besonders, welche Krümmungen in den Wegen gibt es, welche Lichtsituationen gibt es, wann geht wo die Sonne unter. Das bedeutet, wirklich mehr und mehr, im Englischen heißt es familiar zu werden mit einem Ort. Und vertraut. Vertraut, heimisch. Genau, man fühlt sich, als käme man nach Hause. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Buchenwald der Ort ist, in dem ich groß geworden bin. In den Unterbuchen, im Buchenwald, in den Karpaten. Und dieser Ort hat einen Bogen gebildet, plötzlich zu der Heimat und zu den frühen kindlichen Erinnerungen, wie ich auf Vaters Schultern saß und durch den Buchenwald getragen wurde. Und das sind wirklich ganz große Momente. Und Sie haben dann schöne Erinnerungen an Ihre Kindheit, an den Vater, an die Heimat, die dort wieder aufleben und vielleicht auch fortgeschrieben werden. Mir war nicht klar, dass die Buchen so sehr zu meinem Leben gehörten, bis ich in diesem Wald war und bis ich plötzlich dort etwas fühlte an Vertrautheit und an Angstfreiheit, die mir einfach nicht so häufig gegeben war. Und Ihr Glück als Erschafferin dieser Werke und unser Glück, die Sie betrachten dürfen, ist ja, dass Sie diesen Buchenwald auf Rügen gefunden haben. Wie kam es dazu? War das ein Zufall oder hat er Sie gerufen? Ich glaube, es war ein Zufall und wahrscheinlich hat er mich auch gerufen. Ich hatte eine sehr große Ausstellung 2018, die mich sehr erschöpft hat, an der ich über 2 Jahre gearbeitet habe, in der Berlinischen Galerie. Und danach beschloss ich, mich etwas zurückzuziehen von der Welt. Und dieses Zurückziehen war in Form der Reise nach Rügen und der Reise in diesen Buchenwald. Und erst dort merkte ich, oh, hier ist ein Schatz zu bergen. Hier wird mir etwas gegeben in Form von Dichte des Waldes, Offenheit des Meeres und die Art, wie sie zusammengehören.
wo ich relativ schnell gespürt habe, ich muss hier wiederkommen, um diesen Schatz zu bergen und zu verstehen und kennenzulernen und durch die Jahreszeiten hindurch diesen Ort in mich aufzunehmen. Und auch den Schatz mit uns zu teilen und uns zugänglich zu machen. Wie war das denn, wenn Sie dann eben aus dieser poetischen Stille des Buchenwaldes auf Rügen wieder zurück sind in den Großstadtdschungel, in die Betonwüste zum Beispiel Berlins? Werden Sie dann herausgerissen aus diesen wunderbaren Erlebnissen, die Sie da 14 Mal hatten? Ja, die Betonwüste Berlin ist die Betonwüste Berlins. Mit ihrem Charme, mit ihren Kostbarkeiten. Aber um diese hier verdauen und auch leben zu können, muss ich regelmäßig raus. Und das wirklich jedes Wochenende in den Wald und in die Landschaft. Und es ist nicht immer Rügen, es ist manchmal auch die Uckermark oder der Spreewald, aber hauptsächlich raus. Ja, dann wird es vielleicht ein 15. Mal geben oder vielleicht auch andere Orte, weitere Orte. Ja, es wird gewiss ein 15. Mal geben, aber gerade zieht es mich mehr in den Süden. Dann wünsche ich Ihnen dafür gutes Gelingen und danke für das Gespräch. Vielen Dank.